In Japan leben über 2 Millionen junge, ungelernte Kräfte von schlecht bezahlten Aushilfsjobs. Weil sie zu arm sind, um Familien zu gründen, tragen sie unabsichtlich zur sinkenden Geburtenrate eines Landes bei, dessen Bevölkerung bis 2050 um ein Viertel schrumpfen wird. Sie sind die Verlierer des japanischen Modells. Die japanische Gesellschaft hat für dieses neue Jobprekariat einen Begriff geprägt. Man nennt sie Freeters. Eriko Fuse, genannt Tama, ist 28 und seit 10 Jahren Freeter. Sie ging mit 16 von der Schule ab und hält sich seitdem mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Ich habe trotz Arbeit kein regelmäßiges Einkommen. Mein höchster Verdienst waren 200.000 Yen im Monat. Das sind 1.760 Euro. Aber damals hatte ich auch 3 Jobs gleichzeitig. Mit über 10 Stunden täglich an 7 Tagen die Woche habe ich so viel verdient wie andere mit einem Vollzeitjob. Jetzt arbeite ich 3 bis 4 Tage die Woche und verdiene nur 100.000 Yen im Monat, also 880 Euro. Ohne Job hätte ich knapp 20.000 Yen im Monat, 200 Euro. Die Arbeitssituation der Leute ist furchtbar. An ihre Jobs kommen sie mit Hilfe von Internet, Handy oder Flugblättern, die im Viertel verteilt werden. Viele finden über solche Flugblätter Arbeit. Ansonsten melden sie sich bei Zeitarbeitsfirmen und werden per SMS informiert. Morgen Arbeit von dann bis dann. Ich hätte gern ein geregelteres Leben. Aber das ist schwierig. Ich habe keinen Schulabschluss. Deshalb habe ich es aufgegeben, eine feste Arbeit zu finden. So arm wie ich bin, frage ich mich, was aus mir werden soll. Die Freeters arbeiten ohne Festanstellung als Kochhilfen, Boten, Verkäufer oder Empfangskräfte. Sie sind tagsüber wie nachts im Einsatz, auch an Sonn- und Feiertagen. Die meisten bekommen keine Sozialhilfe und übernachten teilweise bei McDonald's, in Saunas oder in Internetcafés. Seit ein paar Jahren bekommen die Freeters Unterstützung von Künstlern, die lange selbst in dieser Situation waren und die Bevölkerung für die Not dieser jungen Leute sensibilisieren wollen. Nach seinem Kunststudium an der Universität Tokio schrieb Shohei Kawasaki das Buch Cybercafé-Flüchtlinge. Diese rund um die Uhr geöffneten Cafés sind eigentlich zur Unterhaltung oder als Notnagel für Vorortbewohner gedacht, die nachts nicht mehr nach Hause kommen. Für 13 Euro kann man hier etwas trinken, duschen und eine Schlafbox nutzen. Seit seinem Auszug von zu Hause vor über 2 Jahren wohnt Shohei in einem Internetcafé. Manchmal bleiben mir nur 500 Yen, das sind 5 Euro. Wenn ich die Wahl zwischen Rauchen und Essen habe, entscheide ich mich oft für das Rauchen. Es ist hart, von Zigaretten und ein bisschen Reis zu leben. Vom Rauchen bekomme ich Durst, also trinke ich Kaffee oder Softdrinks. Sonst trinke ich nichts und esse auch kaum etwas. Ich halte mich mit Koffein und Tabak über Wasser. Ich verkrieche mich in meiner Box. Hier kann ich Mangas lesen, trinken oder rauchen. Aber vor allem liege ich hier und schreibe in mein Heft. Wenn ich müde werde, schlafe ich. Morgens stehe ich wieder auf, ohne mich umzuziehen. Auch wenn andere das vielleicht tun.
Vielleicht will ich einfach nur alleine sein. Manche würden zwar einwenden, dass ich genauso gut zu Hause wohnen könnte, aber dort lebe ich in einer Zwangsgemeinschaft. Hier gibt es das nicht. Shohei besucht seine Eltern in Saitama, einem Vorort von Tokio. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Jugend von heute zu viele Freiheiten hat. Deshalb verweichlicht sie. Niemand muss heute mehr arbeiten oder heiraten. Man muss nirgends mehr sesshaft werden. Das ist die Welt, in der wir leben. In meiner Generation machten alle ihren Weg. Ich stamme aus der Zeit des Babybooms. Wir strotzten vor Energie. Wir hatten die Kraft, gemeinsam etwas zu schaffen. Wir hatten damals keine Wahl. Wir mussten arbeiten. Paradoxerweise war das Leben für uns ziemlich einfach. Unsere Kinder haben es heute schwerer. Es heißt immer, sie seien schlecht ausgebildet und desorientiert. Aber ich kann ihnen eigentlich keinen Vorwurf machen. Ich sehe vor allem junge Leute, die sich gehen lassen. Wenn sie sich auf die Hinterbeine stellen würden, wäre es vielleicht noch nicht zu spät für eine bessere Zukunft in Japan. Shoheis Eltern erlebten Japans goldenes Zeitalter zwischen 1955 und 1990. Auslöser für das Wirtschaftswunder war ein neuer Gesellschaftsvertrag. Um das im Krieg zerstörte Land wieder aufzubauen, verschrieben sich Millionen von Arbeitskräften mit Leib und Seele ihren Unternehmen. Im Gegenzug erhielten sie lebenslange Jobgarantien und soziale Absicherung. Soziale Ungleichheiten verschwanden fast völlig. Und ein Großteil der Bevölkerung konnte sich stolz zur Mittelschicht zählen. Diese Aufbruchstimmung ließ das Land innerhalb von 20 Jahren zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Erde aufsteigen. Als Absolvent der renommiertesten Universität von Tokio sollte Makoto Yuasa eigentlich zur Jobelite gehören. Doch er widmet seine Zeit lieber den Armen, leitet ein Netzwerk zur Bekämpfung der Armut und berät die neue linksliberale Regierung. Vor kurzem arbeitete er ein verbessertes Sozialsystem für Einkommensschwache aus. Bis in die 1990er bestand die japanische Gesellschaft aus drei Schutzschirmen. Der erste Schirm war der Staat. Dessen Credo lautete: Wir müssen Europa einholen und übertreffen. Der Staat unterstützte die Industrie, damit die Firmen nicht untergingen. Unter dem staatlichen Schirm befand sich der Schirm der Großunternehmen. Und unter diesem Schirm stammten die Subunternehmer und Angestellten auf Lebenszeit. Damals waren das vorwiegend Männer. Unter dem Schirm der Männer wiederum stand die Familie. Frauen, Kinder und Großeltern.
Als diese drei Schirme wegfielen, gab es viele Opfer. Heute stehen deshalb immer mehr Menschen sozusagen im Regen. Die Arbeitssituation hat sich gegenüber der unserer Elterngeneration drastisch verändert. Während des Wirtschaftsbooms in den 80er Jahren wollten sich manche Studienabsolventen nicht mehr wie ihre Eltern ganz der Arbeit verschreiben. Ihre Ansprüche und Ideale standen im völligen Widerspruch zum japanischen Modell. Sie wollten lieber ihr Leben genießen und ein bisschen herumjobben. Fast so, als wären sie mit Verspätung vom rebellischen Geist der 68er-Generation erfasst worden. Shunsuke Sugita ist Mitglied der Organisation Freeters Free, einer Gruppe, die sich vor allem mit den Jobproblemen der Freeters und der Frauen befasst. Ihre 2005 veröffentlichte Studie gilt als wegweisend. Der Begriff Freeter tauchte in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre auf. Die Stellenzeitung Recruit prägte diesen Begriff für junge Leute, die sich bewusst gegen die Zwänge entscheiden, die ein Leben als Festangestellter mit sich bringt. Es war ein englisch-deutsches Kunstwort aus Free und Arbeiter. Eine Wortschöpfung, wie sie die Japaner lieben. So wurde mit diesem Begriff eine Vorstellung von Freiheit verbunden. Es gab sogar einen gleichnamigen Film, der das positive Image der Freeters unterstrich. In den 1990ern führte dann die nicht enden wollende Deflation zu einer Wirtschaftsflaute. Plötzlich wurden die Freeters gefeuert, wenn man sie nicht mehr brauchte. Sie waren nur noch Zeitarbeitskräfte und hatten ein schwieriges Leben. Durch Umstrukturierungen im Zuge der Globalisierung wurden in den Unternehmen immer mehr schlecht bezahlte, befristete Stellen geschaffen. Geschickt vermarkteten sie das positive Image der Freeters aus den 80ern, das jungen Leuten angeblich alle gewünschten Freiheiten ließ. Heute sind 34% aller Arbeitsplätze in Japan Teilzeitstellen. Gegenüber 16% in Deutschland. Vielleicht werden bald andere Länder dem japanischen Beispiel folgen und ein Drittel ihrer Stellen in Teilzeit- oder Zeitarbeitsjobs umwandeln. Hiroki Iwabuchi drehte den autobiografischen Film Zeitarbeiter in Not, in dem er seine Identität behauptet und seinen Platz in der Gesellschaft verteidigt. Ich wollte zeigen, wie schwierig das Leben als Zeitarbeitskraft ist. Ich war 23 und wollte ausdrücken, was für ein Gefühl das in diesem Alter ist, wenn einem die Tage durch die Finger gleiten, diese Momente, in denen man Leben spürt. Die festen und befristeten Arbeitskräfte gehen alle durch diese Tür. Hier ist der Umkleideraum für die Zeitarbeiter. Ich ziehe die Uniform der Zeitarbeitsfirma an, nicht die des Unternehmens. Zeitarbeiter dürfen nicht einmal die Firmenmülleimer benutzen. Das galt auch für alles andere. In meinem letzten Jahr an der Uni stellte mir ein Verlag einen Job in Aussicht. Um eingestellt zu werden, brauchte ich aber meinen Abschluss, den ich leider erst 6 Monate später in der Tasche hatte. Deshalb verpasste ich die Einstellungsperiode für Neuabsolventen. Also behielt ich meinen Aushilfsjob, weil ich es für aussichtslos hielt, eine richtige Arbeit zu finden. Ich dachte,
Ich könnte mich auch weiterhin so über Wasser halten. Seit Jahren setzt sich Karin Amamiya aktiv für die Belange der Freetas ein. Sie schrieb einige Bestseller wie »Auch wir haben das Recht zu leben«, »Das junge Jobprekariat«. Darin macht sie sich zum Sprachrohr der Außenseiter und Armen, die die eigentlichen Opfer eines scheiternden Wirtschaftsmodells sind. In einem Land, das für politischen Protest nur sehr wenig Raum lässt, genießt die ehemalige Punksängerin inzwischen Kultstatus. Von 19 bis 24 war ich selbst Freete. Diese Zeit war für mich emotional sehr belastend. Ich war eine Wegwerfangestellte und jederzeit ersetzbar. Ich hatte kaum Geld und war psychisch instabil. Mit 25 brachte ich mein erstes Buch heraus, einen Bericht zum Thema Selbstmord. Ich hatte miterlebt, dass sich viele umbrachten. Als ich mich fragte, warum es so viele waren, erkannte ich, dass es sich nicht um ein individuelles Problem, sondern um ein Problem der japanischen Gesellschaft handelte. Nach japanischem Verständnis ist jemand, der nicht dauerhaft einem Unternehmen angehört und in dessen Sozialstruktur integriert ist, praktisch nicht existent. Diese Person existiert weder für sich noch für andere. Dementsprechend empfindlich reagieren manche Freeters. Sie fühlen sich schuldig und isoliert. Als Reaktion darauf ziehen sie sich zurück. Deshalb ist es oft schwer, sie zu erkennen, ihnen zu helfen und sie zahlenmäßig zu erfassen. Die Vereinigung der Freeters spielt eine wichtige Rolle für Tokios Gewerkschafts- und Aktivistenszene. Hier treffen sich Zeitarbeitskräfte, die in Konflikt mit ihren Arbeitgebern geraten und Rechtsberatung oder moralische Unterstützung brauchen. In den Büros arbeiten ehrenamtliche Helfer, die oft eigene Probleme, Forderungen und Kompetenzen mitbringen. Ich wurde von der Tankstelle entlassen, die mich befristet angestellt hatte. Die Kündigung war sehr ungerecht. Die Vereinigung rief dort an und forderte eine Erklärung. Wir haben den Betrieb sogar verklagt und gewonnen. Heute feiern wir unseren Sieg. Nachdem ich merkte, dass ich mich immer stärker für die Vereinigung der Freetas engagierte, entschloss ich mich, aktives Mitglied zu werden. Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie nicht allein sind. Dass es Orte wie diesen gibt, wohin sie sich wenden können. Das ist eine
Tamas Engagement für die Vereinigung der Freeters hilft ihr aus der Einsamkeit und gibt ihr etwas, wofür sie kämpfen kann. Tama kümmert sich um Erika, eine junge Hostess in einem Varieté-Club. Hostessen wie Erika haben die Aufgabe, männliche Gäste nach der Arbeit zu unterhalten und sie zum Trinken zu animieren. Früher war das eine gute Einnahmequelle für Frauen. Inzwischen gehört auch sie zu den unsicheren Niedriglohnjobs. Wir haben eine eigene Abteilung für Varieté-Hostessen. Die meisten der Frauen, die zu uns kommen, bekommen nicht den vereinbarten Lohn, ja, nicht einmal den gesetzlichen Mindestlohn. Wenn die Chefs nicht zahlen, stellen wir sie zur Rede. Wir verteilen Flugblätter vor den Clubs und fordern darin die nicht gezahlten Löhne. Oder wir organisieren Demonstrationen. Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Die Demonstranten wollen zu Erikas Arbeitsplatz ziehen, damit ihr der Lohn ausbezahlt wird. Doch die Polizei verhindert, dass sie den Club erreichen. Ähnlich wie Erika ergeht es auch anderen Freeters, die als Nachtwächter oder Reinigungskräfte arbeiten. Sie haben keinerlei Sicherheiten. Ihr Gehalt ist lausig. Sie werden von ihren Arbeitgebern gnadenlos ausgebeutet. Doch die meisten Freeters verkneifen es sich, bei dieser Vereinigung Hilfe oder Trost zu suchen. Weil sie in dieser Wettbewerbsgesellschaft keinen festen Arbeitsplatz gefunden haben, fühlen sie sich selbst schuldig, statt die Gesellschaft anzuklagen. Jeder ist seines Glückes Schmied, für sein Unglück ist man selbst verantwortlich. Diesen Satz halten sie sich immer wieder vor Augen und so predigen es auch die Medien und ihre Eltern. Sie schämen sich, staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie ziehen sich aus der Gesellschaft zurück, verstümmeln sich selbst oder wählen, wenn sie überhaupt keine Perspektive mehr für sich sehen, den Freitod. Während junge Europäer auf die Straße gehen oder rebellieren würden, lehnen sich die Japaner lieber nicht gegen die Gesellschaft auf. Natürlich gibt es Demonstrationen, aber nur sehr verhalten. Letztendlich schaden sich diese Leute selbst. Ihre Wut auf die Gesellschaft findet kein Ventil. Deshalb richten sich ihre Aggressionen gegen sich. So sieht die Situation in Japan aus. Dagegen sollten wir vor allem ankämpfen. Die katastrophalen Lebensbedingungen der jungen Freeters sind der japanischen Gesellschaft inzwischen schmerzlich bewusst. Im Jahr 2008 sorgte Karin Amamiya in einem von allen Sendern des Landes ausgestrahlten Interview für Aufruhr, als sie den Alltag der Freeters mit den Lebensbedingungen in einem Klassiker der proletarischen Literatur Japans verglich. Krabbenfischer von Takeshi Kobayashi aus dem Jahr 1929. Musik.
Der Verwalter und der Vorarbeiter quälten die kranken Arbeiter wie perverse Folterknechte. Wenn ein Kranker bei den Dosenpackern arbeitete, versetzten sie ihn direkt auf Deck zum Krabbenpoolen und anschließend zum Etikettieren. Dort stand er stundenlang und musste aufpassen, nicht auf dem kalten, dunklen Schiff auszurutschen. Irgendwann hatte er kein Gefühl mehr in den Beinen, so als ob er auf Prothesen stünde. An Bord eines alten Schiffs werden 300 Fischer, Arbeiter, Seeleute und Studenten zum Krabbenfischen nach Kamtschatka entsandt. Sie schließen sich zusammen und meutern. Vor dem Hintergrund des japanischen Expansionsstrebens und der Rivalität mit der UdSSR steht das Schiff für das kapitalistische System und die Krabbenfischer für die Situation der Menschen. Ich fand das in diesem Buch beschriebene Problem hochaktuell. Es traf auf all diejenigen zu, deren Arbeitgebern es egal ist, ob sie leben oder sterben. Das kommt bei allen vor, unter jungen Arbeitskräften genauso wie bei alten Leuten. Es war für jeden einleuchtend, dass wir in der heutigen Zeit wie die Krabbenfischer leben. Diese Aussage stieß auf großes Echo, fast wie ein Slogan. Ich fand Karin Amamiyas Aussagen sehr treffend und habe den Roman deshalb nochmal gelesen. Weil ich selbst eine Zeit lang Frita war, konnte ich gut nachempfinden, was im Buch beschrieben wird. Ich wollte deshalb das Interesse heutiger Leser für das Buch wecken und bestellte im März 150 Exemplare. In dem Jahr nach dem Interview wurden 674.000 Exemplare des Buchs verkauft. Ein echter Überraschungserfolg, nachdem vorher nur 5.000 Exemplare jährlich über den Ladentisch gingen. Der Verkaufserfolg der Krabbenfischer kündigte gleichzeitig den Niedergang der konservativen Partei an, die 50 Jahre lang an der Macht gewesen war. Vielleicht sorgt das Engagement junger Leute dafür, dass der Staat die nationale Solidarität stärker fördert. Immer größer wird nämlich die Kluft zwischen der fest angestellten älteren Generation und dem jungen Jobprekariat. Tomohiro Akagi war ein Freeter, ehe er Schriftsteller wurde. 2007 provozierte er einen Skandal, als er zum Thema Jugendarmut öffentlich erklärte: Lieber ein Krieg, bei dem alle leiden, als Schmach und Erniedrigung für einige wenige. Ein Arbeitsplatz im japanischen Sinne. Damit meine ich eine Lebensstellung mit regelmäßigen Gehaltserhöhungen, schützt nur die Leute innerhalb des Systems. Wer außen vor ist, profitiert nicht davon. Ein Zusammenleben ist deshalb nur möglich, wenn die Etablierten auf ihre Privilegien verzichten und mit den Jungen teilen, ihnen die gleichen Rechte zugestehen. Sonst ist der soziale Friede eine Illusion. ありがとう。 Viele Freeters haben in der Schule versagt und bleiben durch diesen Lebensabschnitt gebrandmarkt. Karin Amamiya erklärt, wie Schule, Gesellschaft und die Situation der Freeters zusammenhängen. Schule ist Wettbewerb in Reinkultur. Von Kindesbeinen an sind wir von Konkurrenten umgeben.
Wir bringen unseren Kindern bei, dass sie ihre Rivalen ausstechen müssen, um in dieser ungleichen Gesellschaft zu überleben. Wenn wir diese Einstellung nicht hätten, könnten wir in dieser harten Konkurrenzsituation nicht bestehen. Deshalb gibt es auch kein gegenseitiges Vertrauen. Schulkameraden sind Rivalen. Das gilt für die Schule genauso wie danach. Schon in der Grundschule stehen die Schüler unter Leistungsdruck und belegen hunderte von Zusatzkursen, um später zu den Besten zu gehören. Japanische Firmen rekrutieren ihre Angestellten direkt von Hochschulen und Universitäten. Nur den Besten bieten sie eine begrenzte Anzahl von Lebensstellungen. Da machen sich sogar die Schüler dieser renommierten Privatschule Sorgen um ihre berufliche Zukunft. Wie wohl alle aus meiner Generation wurde ich sehr streng erzogen. Wir durften andere nicht belästigen oder irgendetwas tun, das andere stören könnte. Das war das oberste Gebot. Obwohl Mai sich sehr gut an das moderne Leben angepasst hat, hoffe ich, dass sie anderen nie zur Last fällt. Wer seine Ahnen nicht respektiert, verliert seine Wurzeln. Das macht das Leben grau und armselig. Mich macht das traurig. Und ich hoffe, dass Mai den alten Bräuchen wohlgesonnen und treu bleibt. Wir müssen unsere Ahnen achten. Das sage ich ihr oft. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das so richtig verstanden hat. Wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft und können nicht anständig leben, wenn wir uns dem Wettbewerb verweigern. Bei Einstellungsgesprächen mit Freeters, die eine ruhige Kugel schieben wollen, sage ich ihnen deutlich, dass sie ihren Lebensstil ändern sollen. Ich kann sie nicht einstellen, wenn sie nicht ernsthaft arbeiten wollen. Da übe ich teilweise heftige Kritik. Manche Firmen befürworten auch ganz andere Arbeitsbedingungen. Sie wollen den jungen Leuten lieber befristete, anstatt langfristige Jobs anbieten. Aber das ist auch nicht normal.
Wir sollten das Entlohnungssystem reformieren, damit es diesem neuen Arbeitsmarkt entspricht. Auch die Familien und die Sozialsysteme müssten umstrukturiert werden. Insofern sind die Freeters mit ihren unsicheren Jobs am ehesten geeignet, Problemlösungen zu finden. Schließlich hatten sie von Anfang an keine Aussicht auf ein geregeltes Leben. Deshalb könnten gerade diese Außenseiter ein neues Lebensmodell entwickeln. Mit 30, 40 Jahren erreichen auch die Freeters ein gewisses Maß an Sicherheit und können Familien gründen. Sie kommen nämlich auch ohne vorgefertigtes Schema zurecht. Deshalb sind sie eher in der Position, ein neues Modell zu entwickeln. Schon als Kind war ich eine Rebellin. Ich habe immer gegen Erwachsene und die Gesellschaft aufbegehrt. Ich habe lange nicht gesagt, was ich empfand oder dachte. Jetzt sage ich, was ich denke. Neben den Freeters haben sich mit Beginn des neuen Jahrtausends weitere gesellschaftliche Randgruppen herausgebildet. Dazu gehören auch die Needs. Sie unterscheiden sich von den Freeters insofern, als sie gar nicht arbeiten wollen. Inzwischen gibt es von ihnen schon 800.000. Sie gehen von der Schule ab, weil sie sich dem Wettbewerb nicht stellen wollen, leben oft isoliert und ohne Ausbildung, werden von ihren Eltern finanziert und gelten als Loser. Karin trifft sich mit Tatsuo Saito. Er verteidigt die Lebenseinstellung der Needs in einer Gesellschaft, in der es sonst immer nur um Arbeit und Konsum geht. Junge Leute müssen lospreschen, auch wenn sie scheitern. Man wird dich zwar auslachen, aber das ist wichtig. Es ist beeindruckend, dich so selbstsicher zu sehen. Ich bin seit 7, fast 8 Jahren Need. Eine lange Zeit. Dazwischen liegen 2 Olympiaden. Ich bin 32 Jahre alt. Weil ich ein Need bin, habe ich Potenzial. Im Gegensatz zu Leuten mit Job und normalem Leben habe ich unendlich viele Möglichkeiten. Deshalb schäme ich mich überhaupt nicht dafür. Erfolg ist angeblich zu heiraten, Kinder und ein Haus zu haben. Man soll bis 60 arbeiten und dann in Rente gehen. Vielleicht ist das Erfolg, aber erst außerhalb der Gesellschaft lernte ich sie zu verstehen. Seitdem weiß ich, unsere Gesellschaft ist anormal. Ich weiß, wie lächerlich die Sorge um soziale Normen ist. Die Leute wollen eine unbefristete Arbeitsstelle. Aber das sollte nicht ihr einziges Lebensziel sein. Selbst arme Leute können etwas schaffen. Man muss die Situation nutzen. Die Armen sind gewissermaßen ein auserwähltes Volk. Niemand muss sich dafür schämen. Auch als Obdachloser kann man große Träume haben. Wer dieses Potenzial negiert, wird zum Scheiß-Need. Als Need kannst du Freunde finden, Beziehungen knüpfen, ein Sprungbrett bauen, um gemeinsam voranzukommen. 人脈作ったりして
Mein jüngstes Werk handelt von der rebellischen Kultur. Die Bewegung des Jobprekariats kämpft um Arbeit, hat aber auch einen kulturellen Aspekt. Wenn die Armen aufbegehren, setzen sie auch ungeheure Energien frei. Und daraus entwickeln sich die verschiedensten Kulturen. Hajime Matsumoto gründete die Bewegung Amateurrevolte. Er verwaltet eine Reihe von Geschäften, die im alternativen Viertel Koenji Gebrauchtwaren verkaufen. Im Gegensatz zu den Freeters kämpft Matsumoto für einen anderen Lebensstil. So wenig Arbeit und Konsum wie möglich. Aber dafür umso mehr Spaß. Im Moment reden alle nur davon, wie ungerecht die Gesellschaft ist. Wir unterteilen die Leute in zwei Gruppen, in Gewinner und Verlierer. Wir drücken den Armen damit einen Stempel auf. Aber in einer Welt, die viele Werte kennt, haben auch die Armen ihren eigenen Wert. Wir wollen gar nicht Teil der globalisierten Wirtschaft werden. Wir wollen keine Gesetze ändern. Wir wehren uns nur gegen eine Gesellschaft, die uns einsperrt. Man gibt uns vor, was wir zu tun und wie wir zu leben haben. Dafür gibt es immer weniger Freiheit. Und dagegen rebellieren wir.若気の至りだとか、最近の日本の若者はもう本当はバカだとかいうやつらも帰ってしまえ。僕はこういうことが大好きで、こういう取り組みは大好きで、ここに来たんだ。高円寺、高円寺、高円寺、高円寺、このまま世界の高円寺、このまま進むぞ高円寺、警察なんかモラルはない、僕らのモラルが正しいんだ、高円寺、高円寺。 Wir sind ein loser Zusammenschluss von Amateuren. Deshalb brauchen wir auch keinen Leitgedanken oder eine Schlüsselfigur. Uns geht es eher darum, dass jemand, den man kaum versteht, auch etwas Tolles leisten kann. Es ist eher das, was uns verbindet. Wofür steht also die Amateurrevolte? Sie ist jedenfalls keine Organisation. Wir sind eine Ansammlung von Second-Hand-Shops, aber auch Cafés, Bars, Internetradiosendern oder Leuten, die Veranstaltungen organisieren oder Filme drehen. Es sind viele Leute, die ganz unterschiedliche Sachen machen und nur sehr lose zusammenhängen. Wir wollen nur verhindern, irgendwann obdachlos zu werden, zu verhungern oder Selbstmord zu begehen, weil uns das Geld nicht reicht. Dieses Ziel ist bisher noch nicht erreicht. Deshalb können wir die Bewegung noch nicht stoppen. Aber sobald wir dort angekommen sind, brauchen wir nicht mehr weiterzumachen. Unser Ziel ist es, diese Bewegung so bald wie möglich überflüssig zu machen.生きづらいのが正常、生きやすい人は異常、日常が僕たちの戦場、100万人のうつ病、地球温暖化、酸素がね、石油もね、味の素もね、ティッシュもね、エロ本もね、未来がない、ノーフューチャー、梅昆布茶、生きづらいのが正常、なりたくないのはダッチョ、ちょっとした勇気を僕に、コンビニの エロ本のテープを外して中を見る勇気、勇気、勇気、どうなん
Ich persönlich glaube nicht, dass das frühere Super-Japan wirklich so toll war. Gleichzeitig galten wir nämlich wirtschaftlich als Tiere. Hinter dem großartigen Erfolg standen viele, viele unbezahlte Überstunden. Seit den 1970ern gibt es hier den Tod durch Überarbeitung. Soll das wirklich erstrebenswert sein? Ich denke nicht. Wichtiger wäre es, dass mehr Menschen in diesem Land glücklich sind. Auch auf die Gefahr hin, nicht mehr die zweitgrößte Wirtschaftsmacht zu sein. Manche Japaner sagen, sie hätten so viel Zeit damit verbracht, die USA zu kopieren, dass sie sich gar nicht mehr als Japaner fühlten. Deshalb sei die Zeit reif, zu ihrer eigenen Identität zurückzufinden und sie der Welt zu zeigen. Andere halten die jungen japanischen Freeters und Needs für Vorboten einer neuen Lebens- und Arbeitswelt in einer hochentwickelten Gesellschaft, in der sichere Arbeitsplätze immer seltener werden. Entsteht in Japan ein ganz neues Gesellschaftsmodell? Voraussetzung dafür wäre jedoch eine Neuverteilung des Wohlstands und ein stabileres Gleichgewicht.